Hey, was geht ab? Hier ist Jasper, euer Moderator in der Manhöhle. Und ich zeige euch die 5 Sekunden Bananen-Challenge. Das kann aber niemand schaffen. Wenn man will, schafft man alles, Schwarz. Nein, das stimmt nicht. Gleich nochmal. Hey, was geht ab? Hier ist Jasper in der Manhöhle. Na Leute, was haben wir neulich über Futter-Challenge-Videos besprochen? Dass nur du sie machen darfst. Ja, genau. Ach, und übrigens ist mir aufgefallen, dass keiner von euch meine Futter-Challenge kommentiert hat. Was geht ab, Leute? Hier ist Captain Man, der Coole aus der Manhöhle, und ich mache jetzt die großartige 6 Sekunden Sauerkraut-Challenge. Das riecht widerlich. Und los. Oh, 2 Sekunden. Nicht unterbrechen und nicht niesen. Das war eklig und keiner mag solche Videos. Ja, Kids sollten sich keine Online-Videos angucken. Sie sollten viel öfter fernsehen. Ja, ja, ganz ja, meine Meinung. Absolut richtig, das finde ich auch. Okay. Und was steht auf dem Plan? Müssen wir Verbrecher verprügeln oder lieben Menschen helfen? Steht nichts an. Okay. Und das bedeutet für uns Folgendes. Filmtag, Leute! Eine Frage. Was ist das hier? Weiß das jemand von euch? Ach, das wollen wir gar nicht wissen. Arbeit ist nicht angesagt. Na los, fangen wir an. Aber hier ist ein Zettel vom Vizebürgermeister. Wir sollen die Kiste aufmachen und zwar sofort. Das kann vieles bedeuten. Oh Mann. Hör zu, ich habe eine Idee. Ich mach mal die Kiste auf und sehe nach. Oh, jetzt hör doch mal auf, Charlotte. Bitte Popcorn, 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 bitte. Nein. Definitiv nicht Popcorn. Was dann? Ich sag euch, was das ist. Ein dampfender, dämlicher Haufen Arbeit. Hallo, Captain Man und Kid Danger. Ich hasse es immer, Bomben platzen zu lassen, aber in dieser Kiste befindet sich leider eine Bombe. Was? Ihr Name ist Pfeifende Susi. Sie ist aus dem Zweiten Weltkrieg eine Atombombe. Hey. Was? Sie wurde letzte Woche im Ratskeller gefunden. Und ich bin Vizebürgermeister und kein Katastrophenbürgermeister. Ich will kein Risiko eingehen mit diesem Ding und deswegen ist sie in der Manhöhle. Da ist sie doch gut aufgehoben. Und jetzt werde ich gar nicht mehr darüber nachdenken. Hey, Schwartz, geh lieber weg von dem Ding. Keine Angst, so gefährlich ist das gar nicht. Nein. Atombomben explodieren nicht auf einmal wie von selbst. Man muss sie erstmal aktivieren. Solange wir von der Timer-Sequenz die Finger lassen, ist das doch bloß ein großer Felsbrocken, okay? Seht ihr? Sie ist gar nicht aktiv. Ich finde das witzig. Eine Bombe zu boxen. Lass mich ran, ich versuch's auch mal. Jesper den Schokokopf hier reingeschmissen hat. Ja, aber nur weil Charlotte mich angerempelt ja, hat. Ja, aber nur weil Henry mich angenießt hat. Hört ihr das? Schwartz, wo gehst du jetzt hin? Okay. Ich habe euch vorhin gesagt, dass die Pfeifende Susi nur explodieren kann, wenn sie aktiviert wird. Ja. Und nun ist sie aktiviert.